Hey, ho, YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Format von mir, wobei der Aufnahme noch nicht feststeht, wie es heißt. Also ihr werdet es jetzt hier oben oder beziehungsweise hier unten oder an der Seite hoch drauf, ihr das auch immer guckt, sehen, wie das neue Format heißt. Und zwar stelle ich hier meinen Sammlungszuwachs vor, der jetzt nicht aus Comics besteht, weil ich auch noch diverse andere Sachen sammeln. Und dann fange ich auch direkt mal an mit der Star Wars Complete Saga. Ich habe hier die neue Edition. Und der größte Minuspunkt, den ich an diese Saga vergebe, ist, dass da drauf steht die Complete Saga. Weil jetzt kommt ja am 12. Dezember der siebte Teil raus und somit ist es nicht mehr die komplette Saga, sondern nur noch Teil 1 bis 6. Und da hätten sie ruhig in weiser Voraussicht Teil 1 bis 6 draufschreiben können. Und zwar ist das hier die Neuauflage von der Complete Saga, die vorher schon mal so erschienen ist. Man sieht schon, die alte Box ist etwas dicker und hat statt, zeigt man, die aufgebaut ist, die alte Box, die hatte jeweils so eine eigene Schublade pro CD. Wohingegen die neue Box, die halt inhaltsgleich ist, diese Dinger hat. Was mir persönlich sehr viel besser gefällt und auch das Cover gefällt mir sehr viel besser als jetzt bei der anderen Collection. Für Star Wars-Fans eh muss, wer die Collection noch nicht hat, kann das direkt zu der zugreifen und hat dann auch das definitiv schönere Cover. Dann geht es weiter mit ein paar anderen Blu-rays. Ich habe es schon mal erwähnt, ich habe mir jetzt die ganzen Serien endlich gekauft, die ich vorher nicht geguckt habe, weil ich auf die Blu-ray-Veröffentlichung gewartet habe. Und das ist einmal Gotham, hier ist die erste Staffel. Ich habe jetzt die ersten vier Folgen geguckt und bin positiv überrascht. Ich hatte Angst gehabt, dass die Serie nicht ganz so mein Ding sein könnte, trotz des Batman-Kosmos. Aber ich muss sagen, die Besetzung ist bis jetzt sehr gut. Ich habe erst gerade die ersten vier Folgen gesehen. Aber die ersten vier Folgen haben mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Und ich dachte, es könnte vielleicht ein bisschen trashig wirken. Aber bis jetzt, ich bin komplett zufrieden mit der Serie. Sehr coole Serie und auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Dann Ant-Man. Ich hatte ihn ja nicht im Kino gesehen, habe dir gesagt, dass ich da auf die Blu-ray-Veröffentlichung warte, weil ich das kein Film war, für den ich jetzt unbedingt ins Kino gehen musste. Der Film war jetzt nicht schlecht, ich habe allerdings ein bisschen mehr erwartet. Ich habe ein bisschen mehr Ant-Man erwartet. Ich habe zwar schon gehört, dass das so in die Richtung Ocean Eleven mit Superhelden geht. Das ist auch schon die beste Beschreibung für den Film. Ist ein cooler Film, aber ist jetzt nicht so der Überflieger, aber ist ganz nett mal anzusehen. Dann Arrow Staffel 3. Ich habe gerade mal die ersten zwei Folgen gesehen. Ich muss jetzt zunächst mal ein bisschen loslegen, da weil ich habe mir jetzt so viele Serien auf einmal gekauft, dass Arrow ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Ich fand ja die zweite Staffel schon sehr viel besser als die erste. Und jetzt die ersten zwei Folgen von der dritten Staffel haben auch schon einen sehr guten Eindruck gemacht. Freue mich schon, die Serie weiterzugucken. Dann Flash Staffel 1. Die habe ich schon fertig gesehen. Sehr, sehr coole Serie. Ich bin echt, ich habe zwar schon gehört, dass sie gut ist, bin aber trotzdem überrascht, dass sie mir dann tatsächlich so gut gefällt. Ich fand das, worauf die den Comics Bezug nimmt, die paar Sachen, die sich da rausgebracht haben, ziemlich cool. Das sind auch so zum einen die ganzen Gegner, die sie jetzt aus dem ganzen Flash-Kosmos gebrauchen. Also man hat echt fast bei jeder Folge einen neuen Gegner, den man auch so aus den Comics kennt. Dann, dass sie das mit dem Reverse Flash gemacht haben, dass der halt in der Zeit gereist ist, um die Mutter von Barry Allen umzubringen, dass sie das so in der Serie auch untergebracht haben, fand ich auch sehr cool. Und dann ist vielleicht noch zu sagen, ich habe sie erst falsch geguckt, die Serie. Ich habe mir erst die ganze Staffel von Flash angeguckt und wollte mir jetzt die dritte Staffel von Arrow angucken. Muss aber so machen, eine Folge Arrow, danach eine Folge Flash und dann gibt das alles ein bisschen mehr Sinn. Dann wird man auch nicht so gespoilert von der dritten Staffel her. Und dann gibt es halt auch Episoden, wo dann ein Fall bei beiden Serien behandelt wird. Also wenn ihr die beiden Serien kauft, das fängt halt mit der dritten Staffel Arrow an. Eine Folge Arrow, eine Folge Flash. Das soll bei der vierten Arrow und der zweiten Flash-Staffel wohl noch ein bisschen verstrickter werden, wo es dann noch wichtiger ist, dass man die in diesen Ablauf guckt, die Sachen. Dann die erste Sache bei diesem Video, was nichts mit Superhelden zu tun hat. Ich habe mir 21 und 22 Jump Street geholt. Die waren so in einer Box drin für, ich glaube, 5 Euro habe ich für Mediamarkt bezahlt. Sind ganz okay, die Filme. Sind jetzt nicht so Oberkracher, aber gehören für mich so mit zu den besten Komödien in den letzten 2-3 Jahren, so von den Sachen, die erschienen sind. Dann The Walking Dead Staffel. Was ist das jetzt? Die fünfte Staffel habe ich schon komplett durchgesichtet mit meiner Frau. Hat sich anfangs ein bisschen gezogen. So, ich weiß noch, die ersten drei, vier Folgen haben noch gesagt, dass das die schwächste Serie ist von den ganzen Serien, die wir uns jetzt gekauft haben. Allerdings so mit der, ich glaube, mit der neunten, zehnten Folge hat es dann alles ein bisschen mehr Schwung aufgenommen. Dann, ich glaube, ab der 11. Mann dann in Andrea. Und ab da fand ich die Serie wieder gut. Bloß da, wo dann der Funken wieder komplett übergesprungen war bei der Serie, war die Serie auch schon zu Ende mit der 16. Folge. Und das so das größte Manko, was ich zurzeit bei Walking Dead habe. Und zwar, es wird zu wenig erzählt auf 16 Folgen. Das ist einfach viel zu wenig, was da passiert.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht mehr wirklich wüssten, was sie bei der Serie erzählen wollen, wohin bei den Comics ja immer wieder neue Sachen passieren, interessant sind und alles. Aber bei der Serie, ich glaube nicht, dass die Serie noch so viele Staffeln durchhalten wird und dabei die Einschaltquoten behalten wird. So, das war's mit Blu-rays und jetzt noch so ein bisschen anderer Nerd-Stuff. Unter anderem Schlüsselanhänger vom ersten Green Lantern-Cover. Sehr cooles Ding. Gibt es hier in Köln bei diesem Logo-Shirt-Laden. Die haben auch sehr schöne T-Shirts. Dann Black Stories Köln Edition. Kennt vielleicht ein paar von euch. Das sind immer so Mordes- und Todesfälle. Dazu habe ich noch so ein Brettspiel hier. Da muss man immer dran drehen. Da muss man je nachdem was von Termine erklären oder per Zeichnung oder halt die Leute erraten lassen. Kann immer nur so ein bisschen Hinweise geben, worum es geht. Nur schon mal einen kleinen Eindruck zu machen. Hier auf dieser Karte, da steht halt drauf, dass in Köln-Deutz einer von einem Hai ins Krankenhaus befördert wurde. Wie war das? In Köln-Deutz wurde Thomas von einem Hai angegriffen, so stark verletzt, dass er ins Krankenhaus verlegt werden musste. Da mussten das halt die anderen Mitspieler erraten, woran es liegen könnte. Die Auflösung von dieser Karte ist halt, dass es einer von den Kölner Haien war, der bei der Eishockeymannschaft und den irgendwie angegriffen hat. Wir haben ein sehr cooles Spiel, sehr cool, dass es davon auch die Köln Edition gibt. Und dann, zu guter Letzt noch ein Batman-Brettchen. Die gibt es auch bei diesen Logo-Shirt-Laden, sehr cool. Und final für dieses Video, ne, stimmt gar nicht, nicht final, kommen noch ein, zwei Sachen. Einmal noch so ein Hulk-Blechschild. Ich habe jetzt ein paar Blechschilder hier schon hängen. Sehr cooles Ding, auch wieder so Retro-Design. Die haben irgendwie so ein altes Condor-Cover genommen. Cooles Ding. Dann, ihr habt es wahrscheinlich schon im Regal hinter mir gesehen, hat es auch noch neu bei mir gelandet. Dieser Hulk, das ist die Disney Store Edition. Die gibt es auch nur bei Disney Store zu kaufen oder auf der Internetseite von denen. Auf, man bezahlt dafür so 30 Euro im Disney Store. Allerdings gibt es in Deutschland keinen. Deswegen zahlt man, wenn man den in Deutschland beziehen möchte, auf Amazon 80 Euro circa, was schon sehr teuer ist. Meine Frau war so lieb und hat mir den aus Mallorca mitgebracht. Da gibt es nämlich einen Disney Store. Sehr schöne Figur. Ich bin eh großer Fan von diesen Marvel Select Figuren. Und dann kriegt man ganz normal auf Amazon bei sämtlichen Comic-Händlern noch diese schöne Hawkeye-Figur, die bei mir gelandet ist, wo man auch noch den Pfeil hier so in die Hand stecken konnte, der sehr viele Gelenke hat und den man dadurch auch sehr cool aufstellen kann. So im Direktvergleich gefallen mir die Marvel-Figuren aber besser wie die DC-Figuren, weil die DC-Figur im Direktvergleich schon allglatt und schon fast so Barbie- oder Ken-mäßig wirkt. Das war's an Neuzugängen meiner Sammlung, die jetzt so im November und bis jetzt Mitte Dezember dazugeraten sind. Wenn euch das Video gefällt, wird davon in Zukunft noch mehr kommen. Ich muss noch gucken, ob ich das einmal oder zweimal im Monat mache oder alle zwei Monate. Das kommt darauf an, wie viel von diesen Blu-ray-Nerd-Stuff ich mir kaufe, dass es sich auch lohnt, dazu ein Video zu machen. Das war's, Jungs und Mädels. Ballert mir in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Einen Daumen nach oben und ein Abo, würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.